Ein weiterer Aspekt des statischen Verhaltens ist jetzt wie beim MOSFET auch die Berechnung der Verlustleistung im eingeschalteten Zustand. Und das wollen wir uns hier auch angucken. Tatsächlich, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, wir haben dieses Modell, um das statische Verhalten zu beschreiben, sehen wir diesen MOSFET, der eine Diode einschaltet. Und wenig verwunderlich werden wir deswegen im Einzustand ein Ersatzschaltbild benutzen für den IGBT zur Verlustleistungsberechnung, das dem gleicht, was die Diode hat. Das heißt, hier im Einzustand haben wir den IGBT ersetzt durch die Serienschaltung aus einer idealen Diode, einem differenziellen Widerstand RD, das entspricht ist jetzt hier gleich dem Wert RCE, und einer Schwellspannung, nennen wir die hier auch wieder UT0. Und das ist das Modell, wodurch wir den IGBT ersetzen, wenn wir die Verlustleistung berechnen wollen. Das heißt, tatsächlich fließt hier der Strom IC durch, der Kollektorstrom des IGBTs. Über dieser Serienschaltung fällt dann die Kollektor-Emitter-Spannung ab und die Verluste berechnen sich dann analog wie bei der Diode hier die Durchlassverluste für den IGBT als einerseits IC-Effektiv-Quadrat mal RD oder RCE, diesen differenziellen Widerstand, plus IC-Average mal diese Spannung UT0, wobei man praktisch in vielen Fällen einfach sagt, okay, wenn ich ungefähr den Wert der Sättigungsspannung habe und die ändert sich nicht, nehme ich einfach den Mittelwert des Stromes, multipliziere den mit der Sättigungsspannung und habe dann an dieser Stelle die Verluste bestimmt. Aber wir sehen hier, okay, Verluste berechnen wir genau wie bei der Diode. Das heißt, hier das statische Modell für den IGBT entspricht dem Diodenmodell. Natürlich müssen wir die Parameter jetzt anders bestimmen. Die bestimmen wir jetzt hier aus dem Kennlinienfeld des IGBTs. Als letztes noch ein kurzer Vergleich. Wie verhält sich so typisch jetzt ein IGBT zu einem MOSFET? Das wollen wir uns mal angucken bezüglich des statischen Verhaltens. Das heißt, hier ein Vergleich MOSFET gegenüber einem IGBT. Wollen wir uns mal angucken, den Spannungsabfall, beziehungsweise den Spannungsabfall in Abhängigkeit des Stromes, beziehungsweise Strom in Abhängigkeit der Spannung für beide Fälle. Wir nehmen also an, ich habe einerseits hier ein MOSFET, auf der anderen Seite haben wir einen IGBT, beides Endkanaltypen. Und dann interessiert uns jetzt einerseits hier die Spannung UDS, die Spannung UCE und auch die beiden Ströme an dieser Stelle ID und IC. Und das wollen wir mal vergleichen. Wie sieht das so typisch aus, wenn wir das in ein gemeinsames Diagramm reinmachen? Das heißt, hier machen wir ID und IC in ein gemeinsames Diagramm über den Spannungen UDS bzw. UCE. Und dann wird es so aussehen, an der Stelle, wenn ich jetzt den MOSFET betrachte, also den Strom ID in Abhängigkeit von der Spannung UDS betrachte, dann haben wir ein ohmsches Verhalten. Es wird vielleicht ein bisschen nicht linear sein, so, aber prinzipiell werde ich so ein ohmsches Verhalten haben. Das wäre jetzt hier IC beim MOSFET. Wenn ich jetzt ein IGBT betrachte, dann hätten wir folgendes Verhalten. Für kleine Spannungen kann kein Strom fließen, erst ab einem gewissen Wert der Schwellspannung haben wir hier eine Stromzunahme. Der hat so ein exponentielles Verhalten, ähnlich wie die Diode. Das wäre jetzt ID beim IGBT, IC beim IGBT, die Kollektorspannung beim IGBT. Das wäre hier, das andere wäre ID gewesen beim MOSFET. Und wenn wir das jetzt vergleichen, sehen wir, wo jetzt der IGBT gegenüber dem MOSFET seine Vor-, aber auch seine Nachteile hat. Für kleine Spannungsabfälle oder kleine Ströme, zum Beispiel für einen kleinen Strom, nennen wir den hier I1, sehen wir, kriegen wir tatsächlich diesen Spannungsabfall UDS1 am MOSFET. Entsprechend aber auch einen Spannungsabfall UCE1 am IGBT. Was bedeutet das? Tatsächlich die Fläche, die jetzt von diesen Rechtecken einbeschrieben wird, würde jetzt entsprechen den Leitverlusten, die jetzt in so einem Arbeitspunkt entstehen, wenn das ein Gleichstrom wäre. Das heißt, man könnte jetzt sagen, hier, mach's mal in grün schraffiert, das wäre die Verlustleistung des MOSFETs für den Strom I1. Und die lilane Fläche hier so überlagert wäre dann die Verlustleistung des IGBTs für diesen Wert 1. Das heißt, an dieser Stelle
Die Verlustleistung für kleine Ströme ist im MOSFET geringer als in MIGBT. Wenn wir aber dann diesen Punkt sozusagen überschreiten, wird, weil die Steilheit hier im Ausgangskennlinienfeld des IGBTs größer ist, also hier der Widerstand kleiner ist, wird an dieser Stelle der IGBT Vorteile haben bei größeren Strömen. Und das ist ja auch die gewünschte Eigenschaft. Das heißt, IGBTs werden typischerweise bei Auslegung auf dieselbe Sperrspannung bei hohen Strömen niedrigere Verluste haben als MOSFETs. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen Strom I2 nehmen, könnte man sehen, da haben wir einmal den Arbeitspunkt jetzt hier auf der IGBT-Kennlinie und den anderen Arbeitspunkt auf dieser MOSFET-Kennlinie. Und dann sieht man tatsächlich hier sehr schön, in diesem Fall dann ist die Kollektor-Emitter-Spannung des IGBTs niedriger als die Drain-Source-Spannung des MOSFETs. Und jetzt könnten wir hier auch wieder die Flächen einzeichnen, dann wird es nur sehr unübersichtlich. Dann sieht man natürlich deutlich, dass dann die Verluste in dem IGBT geringer sind. Das ist also anhand des statischen Verhaltens. Das heißt, bei kleinen Strömen haben typischerweise MOSFETs geringere Verluste und bei großen Strömen sind IGBTs überlegen. Natürlich kann man das jetzt nicht ganz so verallgemeinern. Man muss jetzt immer die Einzeltypen miteinander vergleichen, aber der IGBT hat hier für hohe Ströme eigentlich immer einen Vorteil, sobald wir irgendwo im Bereich von einigen 100 Volt sind, 600 Volt, 1200 Volt oder so, dann werden wir beim IGBT niedrigere Leitverluste haben.